Hallo zu diesem Montagsimpuls. Es ist kalt geworden. Das heißt, man muss sich wieder sehr, sehr warm anziehen. Das gilt ganz besonders für die Kinder, die gerade als Sternsängerinnen und Sternsänger unterwegs sind, die als heilige drei Könige verkleidet durch unsere Gemeinden ziehen, Spenden sammeln und Segen bringen. Sie verkleiden sich so wie die drei heiligen Könige, die beim Jesuskind waren. Die drei Könige sind dorthin, um das Jesuskind zu sehen, um es anzubeten. Und sie sind hinterher nach Hause gegangen und haben allen Menschen davon erzählt, dass alle Menschen davon hören, von Jesus, der auf die Welt gekommen ist, um gutes Leben für alle zu ermöglichen. In dieser Tradition stehen die Sternsinger. Überall kommt das hier an die Häuser, auch in diesem Jahr. CMB, das bedeutet Christus Mansionem Benedicat. Christus segne dieses Haus. In jedes Haus soll die Nachricht kommen, dass Jesus geboren ist, dass er da ist, um Segen für uns zu bringen, um nur das Beste für uns möglich zu machen. Das ist eine wunderbare Nachricht, die die Sternsingerinnen und Sternsinger in jedes Haus bei uns bringen. Das ist ein wunderbarer Dienst. Daran können wir uns das ganze Jahr über ein Beispiel nehmen. Das, was uns Freude macht, das, was uns froh macht, die Botschaft von Christus, die zu allen zu bringen und sie weiterzugeben. Die Sternsingerinnen und Sternsinger machen das wunderbar vor und wir können es das ganze Jahr nachmachen. Ihr seid ein klasse Vorbild. Danke an alle, die Sternsinger sind, die selber sich verkleiden und mitmachen und auch an alle, die mitarbeiten, das möglich zu machen. In diesem Sinne, Christus segne eure Häuser und sei bei euch in diesem Jahr 2024.